Hey, ho, Freunde! Ich bin's mal wieder, euer Arizolino. Heute leider ohne Facecam, weil irgendwie hat die heute nicht funktioniert und ich muss trotzdem dieses Video aufnehmen. Aber wir sind hier auf jeden Fall heute in einem neuen Spiel. Und zwar geht es nämlich hier darum, die Muskeln, genau so, mit diesen Schlägen, wie ihr sie hier gerade seht, zu pumpen, um irgendwann mal stärker zu werden. Wir werden heute versuchen, das Allerbeste herauszuholen und versuchen hier erstmal mit den Schlägen ein bisschen hochzukommen von den guten alten Muskeln. Und wir bekommen jetzt gleich unsere 30 Schläge und diese 30 Schläge können wir jetzt verkaufen. Das heißt also, der Bauch ist sozusagen jetzt voll und wir bekommen 30 Münzen dafür. Das gesamte Prinzip funktioniert so, wie man es eigentlich immer kennt. Man kann übrigens auch treten. Das Treten ist dafür da, dass man dann den anderen Leuten Schaden zufügen kann, okay? Dann gibt es noch einen Keks, den kann man auch essen. Ja, der gibt einem ein bisschen mehr Dicke. Das heißt also, schaut mal, wenn ich jetzt diesen Keks die ganze Zeit esse, dann werde ich immer dicker werden und immer dicker und immer dicker. Und dann irgendwann werde ich der Dickeste auf diesem ganzen Server. Hoffentlich. Also, wir schauen uns mal an, was passiert, wenn wir mal... Alter, guckt euch mal den Typen hier oben an. Der ist mal richtig dick. Oder die Typen, die da oben sind. Oh mein Gott, das sind so viele Leute hier. Und mir laufen echt einige Leute auch hinterher, so wie es aussieht. Deswegen, lass mal gucken, was wir hier alles hinbekommen. So, ich bin jetzt bei 26, 27, 28, 29, 30 und noch ein. Oh, Bauch ist voll. Du wurdest dereziert? Okay. Auf jeden Fall gehen wir verkaufen und dafür bekommen wir auch 30 Münzen. Das heißt also, wir können Muskeln und Bauch können wir verkaufen. Das heißt also, das bringt uns beides sehr viel Geld. So, wir können uns hier mal den Fluch des Eises kaufen. Das ist tatsächlich eine Münze, die nochmal ein Stück stärker ist. Und Fluss des Blattes, keine Ahnung, warum die alle so heißen, aber das sind alles Attacken. Und tatsächlich, ja, yeah, schaut euch das mal an. Jetzt können wir tatsächlich die Schläge, die wir jetzt machen, 3 Schläge pro Klick bekommen. Und damit können wir direkt verkaufen gehen. Super. Damit sind wir jetzt definitiv viel effektiver am Einnehmen. Das heißt also, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt schon 57 Münzen. Und wenn wir weiter drücken, aber wie verrückt, dann guckt euch das mal an. Zack. 78 Münzen. Dann noch ein paar Schläge. Zack. Nochmal drauf. Und jetzt bam, 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 bam. Und 102 Münzen. Eieieiei. Alter, schaut euch den Typen an. Der tanzt da einfach, gell? Oh Gott, was passiert denn hier? Ja! Okay, gehen wir mal hier drauf. Also 330 brauchen wir für das nächste. Wir können uns aber ein Hühnerbein holen und ein Eis, ja. Der nächste Cheeseburger kostet 330. Da kann man sich auch dickere Bäuche kaufen, so wie es aussieht. Und man kann sich Wiedergeburten holen, aber das können wir erst später machen. So, das heißt also, das Essen können wir jetzt tatsächlich mehr aufstocken. Genauso tatsächlich wie unser Kämpfen auch. Das heißt also, bis 100 können wir da auf jeden Fall loslegen. Und natürlich haben wir hier ebenfalls einen Doppelsprung in diesem Spiel. Es geht nämlich hier ebenfalls wie in den anderen Spielen vorher auch darum, dass wir Inseln hochklettern müssen, ja? Das ist das gesamte Prinzip hier hinter. Und den zweiten Doppelsprung kriegen wir mit 700 Münzen, okay? Das heißt, also da müssen wir ganz schön vorsichtig sein. Hier beispielsweise brauchen wir 100 Burger, um ein kleines Ding da zu eröffnen, beziehungsweise um ein Haustier zu erhalten. Guck mal, da hinten ist sogar noch etwas, was uns tatsächlich fehlt. Und zwar ist da nämlich eine Kiste. Eine Kiste, die tatsächlich 5000 Münzen beinhaltet. Oh mein Gott! Das sind 15.000 Münzen für uns. Uiuiuiui. Okay, damit haben wir jetzt definitiv einen Start, wie sich ihn jeder wünschen würde. Deswegen gehen wir direkt verkaufen und da sind sie. 15.100 Münzen. Den Bonus zu holen, das lohnt sich immer. So, holen wir uns mal hier mal diese ganzen Fäuste hier. So, 2.200, 3.800. Die holen wir uns lieber nicht. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Essen. Das heißt also hier die Burger, das Sushi, die Pizza, das... Was? Oh nein, für das Sandwich haben wir nicht genug Geld. Aber jetzt haben wir einen pinken Schlag, mit dem wir tatsächlich pro Schlag 42 verdienen, okay? 42, das heißt, warte mal, wir gehen mal hier kurz zu verkaufen, ne? Lups, 100 Münzen. Ein paar Schläge und immer 100 Münzen. Warte, einmal kurz rausspringen und wieder reinspringen. Oh mein Gott, das ist wirklich heftig. Okay, dafür brauchen wir jetzt einen dickeren Aufbewahrungsbehälter. So heißt das, glaube ich. Okay. Das heißt also, wir brauchen einen dickeren Aufbewahrungsbehälter. Und das sind natürlich Bäuche. Tolle Bäuche. So,
Jetzt haben wir aber nochmal einen Bauch bekommen. Uiuiui, 20.000 haben wir jetzt, okay? Das heißt, also wir bekommen bei den Schlägen bekommen wir immer 42, wenn wir schlagen, ja? Bei der Dicke, da können wir 16 Dicke bekommen pro, Pizza. Und tatsächlich hat unser Rang sich sogar gerade geändert. Und tatsächlich sind wir jetzt in der Lage, viel dicker zu werden. Schaut euch das mal an. Jetzt, desto mehr Pizzas wir essen, desto dicker werden wir. Aber ich habe das Gefühl, wir können da, glaube ich, noch ein bisschen was dazulegen. Ich würde mal sagen, was wir vielleicht mal ausprobieren können, ist vielleicht mal 19 Robux auszugeben für ein paar Burger. Und zwar für 300, um uns ein paar Haustiere zu holen. Ja, ich glaube, ein Haustier könnte uns eigentlich ganz gut tun. Da drücken wir jetzt mal einfach hier drauf, öffnen das Ding mal und schauen, was in der Kiste drin ist. Es ist ein Brown Doggy drin. Das heißt also, ein brauner Hund. Oh yeah. Oh mein Gott, wir sind schon ein bisschen dicker geworden, gell? Aber wir können gleich mal nochmal einen kleinen Dings hier öffnen. Eine weitere kleine Kiste. Da ist nochmal ein braunes Haselchen mit drin, ja. Und der Typ will mit uns handeln. Warte. Warte. Und da drücke ich jetzt mal auf blockieren. So, perfekt. Da habe ich den blockiert. Weil der hat mich nämlich die ganze Zeit angefragt. So, okay. Jetzt haben wir mehr Haustiere. Das heißt also, die können wir jetzt auch tatsächlich equippen. Das heißt also, ausstatten. Und ausstatten. Oh, das kostet... Ah, okay. Das heißt, wir können unausrüsten und lila Hündchen können wir ausrüsten. So, die können wir jetzt tatsächlich sogar, indem wir einfach nur herumlaufen und verkaufen und das Spiel eigentlich so spielen, wie wir es eigentlich immer spielen, können wir jetzt tatsächlich sogar noch mehr Geld damit verdienen. Das ist eine coole Sache. Ich würde sogar sagen, was schlau wäre, ist auf jeden Fall mehr in Essen rein zu investieren, weil dadurch können wir größer werden, okay? Holen wir uns mal ein paar Münzchen, okay? Wir haben mal dafür, dass wir uns mal so 28.000 hier so holen, ja. Einfach ganz entspannt. Und dann können wir uns hier auch nochmal... dann gehen wir hier nochmal kurz in den Shop rein und holen uns mal hier dieses Sandwich, dann dieses große Frühstück und natürlich selbstverständlich das große Popcorn. Das Gummigewehr können wir uns noch nicht holen. Warum auch immer ein Gummigewehr zum Essen da ist. Aber das gibt 32 Dicke. Okay, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall etwas, was uns viel dicker macht. Ich glaube, das könnte witzig werden. Warte mal. Wir schauen mal nochmal kurz ins Geschäft vorbei, was man sich da nochmal holen kann. Also Münzen, Burger und natürlich doppelte Dicke. Das ist, glaube ich, das, was ich sogar gesucht habe. Und wir können sogar schneller Essen freischalten für 500 Robux. Okay, komm, dann machen wir das einfach mal, damit wir hier versuchen können, so schnell wie möglich größer zu werden. So, schnellerer Schläger, schnelleres Rennen, verdecken. Das brauchen wir alles nicht, Okay, perfekt. So, dann lass mal hier auf jeden Fall ein bisschen schneller. Oh ja. Das ist... Oh mein Gott! Was ist passiert? Ich bin auf einmal ein Muskelprotz geworden. Schaut euch das mal an. Mein Oberkörper hat sich verändert. Und ich bin jetzt auf einmal richtig groß geworden. Okay, ich bemerke auf jeden Fall, dass wir jetzt definitiv dicker werden. Dicker und größer. Alter. Okay, das ist wirklich heftig. Ich versuche mal hier nochmal kurz das aus. Wir gehen mal kurz verkaufen. Damit, guck mal, wie dünn wir jetzt wieder sind. So, und jetzt kaufen wir uns mal das Gummigewehr. Weil mit dem Gummigewehr können wir tatsächlich essen. Wir jetzt ein Gummigewehr einfach. Okay, das sieht wirklich gruselig aus. Schaut euch das mal an, wie groß wir werden. Oh, wir müssen unbedingt der Größte auf dem gesamten Server werden. Das wäre ja das Allerbeste. Okay, warte mal. Wir können jetzt, solange wir essen, können wir vielleicht sogar noch auf die Suche gehen. Nach den Burgern. Guck mal, da ist sogar ein Burger. Oh, gib mir den Burger. Ich möchte diesen Burger haben. Yeah, 35 Burger. Oh, wir bekommen also 78 Dicke pro Essen. Das heißt also, wir sind damit wirklich gut unterwegs. Und wir können einfach auf dem ganzen Weg hier auch nochmal ein paar kleine andere Schlüssel suchen. Nur bemerke ich, desto dicker wir werden, ja, desto schwieriger ist das gesamte Essen hier und das Laufen. Oh Mann, wir werden ja viel, viel langsamer, wenn wir hier anfangen, irgendwie so zu essen. Oh Gott, aber ich bemerke, wir haben jetzt schon 5000 Mal gegessen. Oh, ich glaube, wir müssen mal hier noch ein bisschen mehr essen. Oder wir können uns auch vielleicht nochmal einen dickeren Bauch kaufen, okay? Wir kaufen uns mal einen dickeren Bauch, ja? Guck mal, man kann sich hier noch dicker kaufen. Okay, da brauchen wir... Was brauchen wir da? 35.000, das kostet 3.000 Münzen. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können hier nochmal verkaufen. Yeah! So, okay. Dann gehen wir hier auf Kaufen. Oh, Junge. Okay, jetzt können wir uns noch mehr Bäuche holen. Und noch mehr Bäuche. Oh Gott, ein Blauwalbauch für 400.000. Okay, jetzt können wir tatsächlich 150.000 essen. Was? Das wird so lange dauern. Aber ich werde es versuchen. Okay, Leute. Wir machen das mal so. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal richtig
groß geworden bin. Okay, es sieht so aus, als ob wir jetzt schon mal ein bisschen größer geworden sind. Das sind schon 17.000 jetzt hier gewesen, ne? Und ich würde sogar sagen, wir benutzen... wir werden ja direkt angegriffen, sobald wir hier nur eine Sekunde rausgehen. Die Leute wollen hier richtig mit uns prügeln ein bisschen, ne? Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Sprünge, okay? Ich kaufe mir mal ein paar Sprünge hier. Einen Moment. So. Ich bin leider nur ein bisschen langsam. So, da kostet ein Sprung 700, 3000, 10.000, 30.000. Und jetzt können wir zur nächsten Insel gehen. Genau. Das gleiche haben wir jetzt auch beim Essen gemacht. Da habe ich mir so einen kleinen Robloxian geholt, der übrigens auch so ein bisschen, gegessen werden möchte. Und wir müssen jetzt versuchen, irgendwie mal so gut wie möglich hier nach oben zu kommen. Wir haben nämlich insgesamt 5 Doppelsprünge. Das heißt, die können wir eigentlich ganz gut nutzen, um hier hochzukommen. Schauen wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Guck mal, da sind so Wolken, die sich ganz gut bewegen. Aber auf den Wolken können wir ja gar nicht herumlaufen. Das ist mir gerade aufgefallen. Na, das ist natürlich eine blöde Sache. So, überlegen wir mal. Warte mal. 1, 2, 3 und da sind wir. So, dann können wir mal vielleicht mal gucken, wie wir auf die nächste Insel kommen. Oh, guck mal, da kann man sich sogar 35 Münzen holen. 1 und dann 2, 3, 4 und auf die nächste Insel. 1, 2 und auf diese Insel und ein paar Münzchen nochmal mitnehmen. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Und 1, 2 und 3. Oh, guck mal, das hätten wir sogar mit 3 geschafft. Okay, mal gucken, ob wir da hochkommen. Warte mal, wir versuchen unser Bestes. Und durch den Ring. 1, 2, 3, 4 und oben. Perfekt, super. Guck mal, da oben ist schon die nächstgrößere Insel. Okay, wir gehen weiter. Und 1, 2, 3. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay, da sind wir oben. Und 1, 2, 3, 4, 5. Bam! Oben sind wir. Hallo. Wir sind oben. Wir sind oben. Yeah. Okay. Da brauchen wir 2000 Burger, um tatsächlich ein kleines Dings zu bekommen. Ein kleines Tier zu bekommen. Deswegen verkaufen wir mal unsere Dicke. Das sind 60.000 jetzt gewesen. Ich glaube, wir können sogar höher springen, wenn wir dünner sind. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich hätte das eigentlich verkaufen können. Oh, guck mal, da ist sogar ein Burger. Wie viele Burger bekommen wir hier, wenn wir hier oben sind? Oh, 35 Burger. Okay, das ist natürlich ganz komisch, weil man braucht hier für ein Haustier viel, viel mehr. Aber hier kann man sich jetzt wieder neue Sachen zum Essen kaufen, ja? Das heißt also, hier die 96.000. Für eine extra große Pizza, die können wir uns leisten. Und die können wir jetzt tatsächlich auch sehr schmackhaft essen. Njom, 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 njom. Warte mal, gleich platzt wieder mein T-Shirt. Ja! 158 Dicke pro Essensschwung, ja? Das ist auf jeden Fall schon mal das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, Leute, wir machen das so. Wir werden auf jeden Fall noch eine zweite Folge von diesem Spiel hier spielen, aber wir machen das dann so, dass ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge dann sehen werdet, wie es aussieht, wenn man extra dick ist, ja? Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!